Willkommen zum dritten Video über den Median. In den beiden vorherigen Videos haben wir uns angesehen, wie man den Median ermittelt und auch seine wichtigen Eigenschaften beleuchtet. In diesem Video wollen wir wieder an den Schrauben drehen. Das heißt, wir werden eine Liste von Zahlen verändern und uns dann ansehen, wie sich der Median verändert. Wir haben dazu ein Beispiel auf unserem Arbeitsblatt und wir wollen wissen, wie verändert sich der Median von 20 verschiedenen Zahlen, wenn jede der Zahlen um 42 vergrößert wird. Wir können beim Median jetzt nicht so vorgehen wie beim arithmetischen Mittel. Beim arithmetischen Mittel konnten wir ja eine Gleichung aufstellen, wir konnten umformen. Das funktioniert hier nicht, da es keine Berechnungsformel in dem Sinn gibt. Wir müssen den Median uns also irgendwie veranschaulichen und hier mit Veranschaulichungen arbeiten. Ich habe dazu ein einfacheres Beispiel. Ich habe jetzt keine 20 verschiedenen Zahlen, ich habe 7 verschiedene Zahlen auf einer Zahlengerade dargestellt. Wenn wir jetzt nur rechts schauen, wenn wir links schauen, wir schauen jetzt einmal links auf unserer Zahlengerade und sehen 7 verschiedene Punkte, wobei der orange gefärbte Punkt der Median ist. So, alle Werte sind in diesem Beispiel positiv. Und wenn ich jetzt plus 42 rechne zu jedem dieser Punkte, dann verschieben sich die Punkte alle in die positive Richtung, also alle nach rechts. Der Abstand bleibt erhalten, die Ordnung bleibt erhalten. Und ich bitte dich jetzt kurz, das Video zu pausieren und selber zu überlegen, was mit dem orangenen Punkt, also mit dem Median, passiert. Gut, wie unschwer zu erkennen ist, wird der Median um 42 vergrößert. Ich werde den Median in weiterer Folge dann immer mit x Tilde bezeichnen. Gut, als nächstes Beispiel oder beim nächsten Beispiel wollen wir wissen, wie sich der Median von 20 verschiedenen Zahlen verändert, wenn jede der Zahlen mit 3 multipliziert wird. Auch hier wieder unsere Veranschaulichung. Ich kann wieder 7 Punkte auf meiner Zahlengerade aufzeichnen, wenn wir wieder links schauen. Und ich kann jeden dieser positiven Zahlen, könnten auch negativ sein, in diesem Beispiel sind es positive Zahlen, mit 3 multiplizieren. Der Abstand bleibt jetzt nicht erhalten, aber die Ordnung bleibt erhalten. Also die Anordnung von den Punkten verändert sich nicht. Sie werden nur wieder in die positive Richtung verschoben. Ich bitte dich auch jetzt wieder, dieses Video kurz zu stoppen und zu überlegen, wie sich der Median verändert, wenn jede Zahl mit 3 multipliziert wird. Auch hier wirst du wieder bemerken, der Median hat sich verdreifacht, wie man schön aus dieser Abbildung erkennen kann. Die nächsten zwei Beispiele habe ich zusammengefasst, da sie die gleiche Begründung haben. Wie verändert sich der Median von 20 verschiedenen Zahlen, wenn die 5 kleinsten Zahlen jeweils um 60 verkleinert werden und die drittgrößte Zahl um 10.000 vergrößert wird? Das heißt, wenn die kleineren Zahlen noch kleiner werden und die größeren Zahlen noch größer. Drücke wieder auf Stopp und versuche zu ermitteln, wie sich der Median hier verändert. So, wichtig, wir haben 20 verschiedene Zahlen und die 5 kleinsten werden verkleinert. Das heißt, die 5 kleinsten beeinflussen meinen Median überhaupt nicht, dass sie weit weg sind von der Mitte. Dasselbe auch die drittgrößte Zahl von 20 Zahlen. Die drittgrößte Zahl beeinflusst meinen Median auch nicht, wenn sie größer wird. Das heißt, wenn die Kleinen klein werden und die Großen groß, beeinflusst das meinen Median überhaupt nicht,
weil er unempfindlich gegenüber Ausreißern ist, wie wir schon im letzten Video gesehen haben. Das heißt, mein Median bleibt in diesem Fall unverändert.